Was ist ein Testament? Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es und wie setze ich ein Testament auf? Mehr dazu jetzt in diesem Video. Ein Testament ist eine schriftliche Erklärung über die Verteilung des eigenen Vermögens nach dem Tod. So kann zum Beispiel ein Teil an die Kinder gehen, an den Partner oder die Partnerin sowie an wohltätige Organisationen. Damit auch alles nach deinen Wünschen verläuft und es möglichst wenig Streitigkeiten gibt, gilt es, einige Dinge zu beachten. Gibt es kein Testament, so greift die gesetzliche Erbfolge. An erster Stelle stehen dabei die Kinder der verstorbenen Person. Auch eingetragene Lebenspartner und Ehepartner haben einen Anspruch auf das Erbe. Leben diese selbst nicht mehr, so geht das Geld an die Enkel und danach an die Urenkel. Gibt es keinerlei Kinder, Enkel oder Urenkel, erben die Eltern, Geschwister oder Nichten bzw. Neffen. Sind doch hier keine Verwandten vorhanden, so geht das Erbe an die Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen. Jeder bekommt dabei den gleichen Anteil. Gibt es keine Person, die zu einem Erbe berechtigt wäre, so geht das Vermögen an den Staat. Achtung, der Artikel dient lediglich der Information und ersetzt keine rechtliche Beratung. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Hilfe in eurem Alltag braucht und einen passenden Betreuungsdienst in eurer Umgebung mit freien Kapazitäten finden wollt, dann ruft uns gerne unter unserer kostenlosen Hotline 0800 123 0401 an oder schaut einfach auf unserem Schwesterportal www.einzercare.de vorbei. Beides findet ihr auch in der Videobeschreibung, aber jetzt geht es erstmal weiter mit den verschiedenen Möglichkeiten, ein Testament zu gestalten. Schreibt man kein Testament, so erben Angehörige, die von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen sind, nicht. Möchte man dies umgehen oder möchte man vielleicht gezielt Menschen enterben, benötigt man ein Testament. Nahestehende Familienmitglieder gänzlich zu enterben geht allerdings nicht, da sie Anspruch auf einen gewissen Pflichtanteil haben. Eine weitere Möglichkeit ist es, als Ehepaar zusammen ein Testament zu schreiben. Entweder entscheidet man gemeinsam, was mit dem Vermögen nach dem Tod eines Partners geschehen soll, oder setzt explizit den Partner oder die Partnerin als Alleinerbin ein. Das nennt man auch Berliner Testament. Hier können immer nur beide Parteien eine Änderung vornehmen und bei einer Scheidung wird das Testament unwirksam. Aber Achtung, auch im Falle eines Berliner Testaments haben die Kinder weiterhin einen Anspruch auf ihren Pflichtanteil. Eine andere Möglichkeit ist der Erbvertrag. Hier werden die Erben in die Erstellung des Testaments mit eingebunden. Das lohnt sich vor allem dann, wenn das Erbe an bestimmte Bedingungen gebunden sein soll. Das Einfachste ist es, ein Testament selbst zu schreiben. Wichtig ist, dass es mit der Hand geschrieben wird, denn sonst ist es nicht gültig. Auch dürfen Ort, Datum und Unterschrift nicht fehlen. Grundsätzlich muss eine Person volljährig und im Besitz aller geistigen Fähigkeiten sein, um ein Testament zu erstellen. Empfehlenswert ist es aber, einen Notar zu beauftragen und das Testament registrieren zu lassen, um eventuelle Missverständnisse zu umgehen und die Durchsetzung zu gewährleisten. Gibt es kein geschriebenes Testament, so kann im Notfall auch in den letzten Zügen des Lebens ein mündliches Testament in Anwesenheit von mindestens 3 unabhängigen Zeugen abgelegt werden. Wusstet ihr, dass 90% unserer Zuschauer unseren Kanal noch gar nicht abonniert haben? Falls du auch dazu zählst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns mit deinem Abo unterstützt. So verpasst du in der Zukunft keine Videos mehr und für uns ist jedes Abo eine große Hilfe. Habt ihr noch mehr Fragen zum Thema Testament? Schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Gebt uns auch gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Abo-Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Mein Name ist Manon, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und munter.